Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Quick-Tipp hier auf unserem YouTube-Kanal Carb Tales. Heute geht es um das Thema, seinen Bissanzeiger in die Winterpause schicken. Ich habe vor ein paar Jahren leider die Erfahrung machen dürfen, nach einer längeren Winterpause habe ich meinen Bissanzeiger ausgepackt, wollte ihn anschalten und es ging nichts mehr. Erst hatte ich die Befürchtung, die Batterie war leer geworden, jedoch als ich den Bissanzeiger aufgeschraubt habe, durfte ich mit Erschrecken feststellen, die Batterie war ausgelaufen und die Batteriesäure hat sich im ganzen Bissanzeiger verteilt, somit war der Bissanzeiger Schrott und ich konnte nur noch in die Tonne werfen. Und jetzt kommt mein Tipp an euch. Solltet ihr eine längere Winterpause hinlegen oder ihr wisst, das Gerät wird 4 Monate oder länger nicht mehr zum Einsatz kommen, das heißt, es ist ein Ersatzbissanzeiger von euch, den ihr immer wieder mitschleppt oder ihr habt euch ein neues Gerät zugelegt, und die alten kommen jetzt eher weniger zum Einsatz, nehmt die Batterie raus. Somit lauft ihr dann auch nicht Gefahr, dass die Batterie darin ausläuft und euren Bissanzeiger kaputt macht. Dies gilt natürlich oft für noch solche Blockbatterien. Da gilt auch, billigere Blockbatterien haben die höhere Gefahr, wirklich auszulaufen. Also nehmt dann doch lieber etwas hochwertigere Blockbatterien. Bei jedoch neueren Bissanzeigermodellen werden oft schon Lithium-Batterien verwendet. Zum Beispiel hier werden eine CR123 Lithium-Batterie verwendet. Die können nicht auslaufen. Also da könnt ihr beruhigt sein, die Batterien könnt ihr drin lassen. Sollte es jedoch trotzdem mal so weit gekommen sein, ihr habt festgestellt, eine Batterie ist in eurem Bissanzeiger ausgelaufen, heißt noch nicht gleich, der Bissanzeiger ist hinüber. Hier muss man genauer betrachten. Sollten jetzt nur die Kontakte, die mit der Batterie verbunden sind, mit den Batteriesäuren in Kontakt gekommen sein, da besteht oft eine große Möglichkeit, dass ihr dies noch reparieren lassen könnt. Sollte jedoch Batteriesäure auf die Platine vom Bissanzeiger gekommen sein, gleicht das wie, als wenn ihr bei einem Auto den Motor wechseln müsst. Also das ist im Prinzip ein Totalschaden und da könnt ihr den Bissanzeiger eigentlich leider wegwerfen. Jedoch sollte es immer mal passiert sein, geht zu eurem Händler oder bei Made in Germany Produkten, schreibt direkt den Hersteller an. Die haben natürlich die Möglichkeit, euch einmal einen direkten Support zu liefern oder ihr sendet dann die Bissanzeiger ein und könnt euch dann nochmal austauschen, ob da nochmal was zu retten ist. Aber damit es gar nicht so weit kommt, bei längerer Pause, Batterie raus und dann habt ihr jahrelang Spaß mit euren Bissanzeigern. Sollte euch der Quick-Tipp gefallen haben, lasst mir einen Daumen nach oben da und Abo nicht vergessen. Bis dann, macht's gut.